die Frauen, die haben vor allen Dingen irgendwas an, was auffällt. Und wenn es ein Brautkleid ist. Ja, das sagst du so leicht. Denn dieser Auftritt von Fräulein Menke in der Hitparade im Brautkleid sorgt damals für einen Riesenskandal. Wegen eines bestimmten Details. Dann sollte sie den Schleier nicht tragen. Und dann hat sie den irgendwo, ich weiß nicht ganz genau wo, ins Dekolleté oder so reingeschmuggelt und dann nachher schwupp. Revolte in der Hitparade? Bitteschön. Es ist doch lächerlich irgendwie, 1982 irgendwie in einer Fernsehsendung darf eine junge Frau nicht im Brautkleid auftreten. Das, ich meine, das hat sich doch, kannst doch nur drüber lachen. Das ist echt Comedy eigentlich. Dafür finde ich dich klasse, Franzi. Man muss frech sein. Man muss sich über einiges mal drüber hinwegsetzen. So ist Franzi immer. Sie ist halt so eine Art Alice Schwarzer der neuen deutschen Welle, würde ich fast sagen. Ja. Endziffer 9. Das war Fräulein Menke. Endziffer 9, Traumboy und Fräulein Menke. Das war die 9. Aus diesen ganzen Kleidungsstücken, die da teilweise aus Spaß, teilweise aus Irrtum getragen wurden, gibt es noch eines? Peggy, du hast es dabei. Was? Ja, das ist nicht dein ganzes Kostüm natürlich, aber beinahe. Guck mal, wir haben das Bild, das dazugehört, da oben. Trägst du das? Ja, also die Kostüm habe ich noch. Allerdings nur ein Bein geht jetzt rein. Und das ist die Schleier. Siehst du, das ist die Schleier, habe ich noch. Ja, Tortendeckchen. Aber Rainer war nicht nur tonab, sondern er war völlig mit den Nerven runter. Und der Kameramann träumt heute noch von dieser Begegnung. Ja. Ich wog ja damals nichts. Einmal verliebt.